Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sprechstunde des Deutschen Roten Kreuzes. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Das Thema der heutigen Sendung ist die Leberentzündungen. Und wir freuen uns, dass wir zu diesem Thema der Leberentzündung einen Experten gewinnen konnten, Herrn Professor Dr. Gossner. Er ist Direktor am Städtischen Klinikum in Karlsruhe, der Medizinischen Klinik. Und wir freuen uns, dass wir Sie heute begrüßen können, Herr Gossner. Was ist eine Hepatitis? Wie entsteht eine Hepatitis? Eine Leberentzündung oder in der Fachsprache Hepatitis genannt, bedeutet, dass sich in der Leber die Zellen entzünden. Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen. Zum einen natürlich eine Infektion, zum zweiten der Stoffwechsel, also zum Beispiel, wenn die Leber verfettet ist, es gibt eine Fettleberhepatitis. Und dann natürlich auch körpereigene sogenannte autoimmune Prozesse, also eine Autoimmunhepatitis. Wie äußert sich eine Hepatitis? Ab wann muss man danach denken, es könnte etwas sein? Wenn man zum Beispiel beim Hausarzt erhöhte Leberwerte hat, vor allen Dingen zwei spezielle erhöhte Leberwerte, die sogenannte GOT und die sogenannte GPT, dann sollte man weitere Leberwerte bestimmen lassen. Oder wenn man bestimmte Symptome hat, wie zum Beispiel Müdigkeit, Abgeschlagenheit, vielleicht auch Juckreiz der Haut, das sind unspezifische Symptome, aber die sollten auch nachdenklich stimmen. Wie verbreitet ist eine Hepatitis? Gibt es so Hotspots für eine Hepatitis? Zum einen muss man wissen, die verschiedenen infektiösen Hepatitiden oder Leberentzündungen sind unterschiedlich häufig. Die Hepatitis B und C in Deutschland ungefähr 500.000 bis 600.000 Betroffene. Das ist so in etwa das Kollektiv. Dann haben wir natürlich die Hepatitis A, die ja von selbst wieder ausheilt, die viel häufiger ist, die einfach per Infektion beim Essen aufgenommen werden kann. Also das ist unterschiedlich. Die körpereigenen Entzündungen sind viel seltener, die sogenannte Autoimmunhepatitis. Da reden wir nur von wenigen tausend Fällen. Ah ja. Kann man was präventiv tun? Kann man sich schützen vor einer Hepatitis? Unbedingt. Man sollte wissen, dass es gegen die Hepatitis A und B eine Impfung gibt. Das kann man schon von früh auf machen. Die Hepatitis B ist ja im Impfprogramm eingeschlossen. Die Hepatitis A kann man zusätzlich machen, wenn man zum Beispiel Reisen ins Ausland plant, außerhalb Europas. Wann sollte man sich unbedingt impfen lassen? Also ich glaube, man sollte sich dann impfen lassen, wenn man auch zum Beispiel eine Immunsuppression, eine Behandlung geplant ist, die das körpereigene Immunsystem schwächt. Dann ist es ganz wichtig, dass man hier eine Prophylaxe betreibt. Aber die Hepatitis B-Schutzimpfung sollte eigentlich jeder machen. Früher hat man das nur für Mitarbeiter oder Personal im Gesundheitswesen empfohlen. Heute sagt man aber, die Hepatitis B sollte geimpft werden. Ja. Das ist ganz wichtig. Während die Hepatitis A, weil die ja folgenlos ausheilt, ist nicht zwingend. Nun haben wir ja gerade auch jetzt bei unserer Corona-Zeit das Problem der Nachimpfungen. Ja. Wann ist es ausreichend Impfschutz? Muss man bei Hepatitis auch immer nachimpfen? Also es ist so, bei der Hepatitis B kommt es auf den Impfstoff drauf an. In der Regel sind es zwei, maximal drei Impfungen, die man da machen lässt. Und dann kann man den Titer bestimmen. Häufig muss man den Titer aber heutzutage nicht mehr zwingend bestimmen, weil die Titerhöhe alleine nicht aussagekräftig ist, ob man wirklich geschützt ist. Also auch bei niedrigen Titern ist der Schutz meistens vorhanden. Eine Frage. Ist eigentlich zu erwarten, dass man die Hepatitis irgendwann ausrottet, wie vielleicht Pocken oder vielleicht so eine Durchseuchung hat wie bei Polio? Ist das vorauszusehen? Also ich glaube, wenn man hier sehr gut Vorsorge trifft, natürlich auch in der Prophylaxe, nicht nur in der Impfung, dann hat man durchaus Chancen. Wir wissen ja, dass ungefähr 60% der Entzündungen der Leber der infektiösen Hepatitiden bei Patienten auftreten, die aus Bereichen kommen oder aus Ländern kommen, wo die sanitären Verhältnisse nicht so gut sind. Also da sollte man drauf achten. Diese Menschen sollten dann, wenn sie Symptome spüren, die ich genannt habe, auch zum Arzt gehen und dann das Blut untersuchen. Diese Impfungen, sind die denn speziell? Ich meine, das ist ja sehr unübersichtlich mit der Hepatitis. Es gibt A, B, C, D, E, wahrscheinlich noch mehr. Ja. Gibt es dann Dinge, wo man sich speziell impfen lassen muss für bestimmte Formen der Hepatitis? Ja,
Für die Hepatitis B gibt es eine Impfung und für die Hepatitis A. Für die anderen, zum Beispiel die C, die ja auch gefährlich ist, auch bezüglich der Entstehung eines Leberkrebses, dafür gibt es derzeit keine Impfung. Ja, Herr Professor Gosner, vielen Dank, dass Sie uns so gut informiert haben. Dürfen wir uns herzlich bedanken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Lust haben, gucken Sie unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.